Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich möchte mit euch heute über den Neumond am 21. März sprechen. Der Neumond ist immer der Tag, an dem Sonne und Mond gerade genau übereinander im gleichen Zeichen stehen. Und in der Astrologie wertet man dies als einen Neubeginn von etwas. Man kann sagen, hier wird frischer Wind in unser Leben gebracht und Altes können wir loslassen. Und diese Energie wirkt immer bis zum nächsten Neumond. Welche Dinge könnten das am 21. März sein? Der Neumond findet im Zeichen Fische statt. Und die Fische sind ein sehr soziales Zeichen. Hier geht es um Empathie, darum, mit anderen zu verschmelzen, eins zu werden. Das heißt, durch den Neumond kann ein neues Miteinander entstehen. Das wird hier sehr gefördert und unterstützt. Und neue Dinge, die zu einem friedlichen Umgang miteinander führen, die werden jetzt ebenfalls hervorgeholt, gefördert und durch diese Energie unterstützt. Der Neumond findet bei 6 Grad 38 Minuten statt. Und in der vedischen Astrologie ordnen wir ja den einzelnen Gradabschnitten verschiedene Bedeutungen zu und teilen sie in sogenannte Nakshatras ein, also Gradabschnitte. Und die Fische bei 6 Grad 38 Minuten befinden sich im Nakshatra Uttara Padrapada. Und hier geht es darum, Ziele zu verfolgen und Ideale zu erreichen, wofür wir aber unser Ego überwinden müssen. Das heißt, wir können unsere Ideale und unsere Ziele verwirklichen, dürfen uns aber nicht nur auf uns selbst konzentrieren. Voraussetzung ist im Prinzip, dass wir andere Menschen wahrnehmen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und darauf auch eingehen. Das ist wieder diese Empathie, die mit dem Zeichen Fische verbunden wird. Das Symbol von Uttarapadrapada ist die Kuh. Und die Kuh ist in Indien ein heiliges Tier und Symbol für Wohlstand und den Erhalt des Lebens. Das heißt, wenn es uns gelingt, egoistische Tendenzen zu überwinden, dann verspricht der Neumond auch eine bessere Zeit für uns alle und ein besseres Miteinander. Mit dem Neumond zusammen stehen auch Neptun, Merkur und Jupiter in den Fischen. Neptun ist der Planet, der Skandale und der Geheimnisse offenbaren kann. Und der Neumond fördert jetzt diese Energie. Er fördert, dass hier etwas zutage treten kann und etwas Neues entstehen kann. Jetzt haben wir, wie gesagt, Jupiter dabei stehen in dieser Konstellation und Jupiter ist der Planet der Weisheit. Und in diesem Zusammenhang sorgt er, wenn Skandale oder Geheimnisse offenbart werden, für mehr Weitsicht, reifere Ansichten, eben alles, was man mit Weisheit verbindet. Wir schauen mit Weisheit auf eine Situation und er fördert auch mehr Moral, die hierdurch entstehen kann. Merkur, der ebenfalls dabei steht, ist in den Fischen erniedrigt. Das heißt, er hat hier wenig Kraft und er repräsentiert als Planet ja unsere Kommunikation. Mit Merkur in den Fischen verbinden wir oft Fehlinformationen oder Missverständnisse. Und diese könnten jetzt durch den Neumond offenbart werden. Wo gab es Missverständnisse oder wo gab es Fehlinformationen? Das kann jetzt ans Tageslicht kommen. Der Neumond fördert das durch die Energie. Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei dem Neumond, denn 6 Grad 38 Minuten befindet sich ganz nah an einem Fixstern in den Fischen, und zwar dem Fixstern Schiet. Das ist kein sehr positiver Fixstern im Himmel, sondern mit Schiet verbinden wir allgemein Verluste, insbesondere auch das Problem des Ertrinkens oder Fluten. Als zum Beispiel im letzten Jahr dieser große Hurrikan an der Ostküste von Amerika gewütet hat, da wurde Schiet durch Jupiter aktiviert. Und wir haben jetzt durch den Neumond eben wieder so eine Energie, wo wir entweder allgemein Verluste erwarten
insbesondere auch im Zusammenhang mit Fluten oder Regen. Das war meine kleine Analyse über den Neumond am 21. März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf das nächste Mal.